Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Don Diablo, hallo. Ja, ich habe ja hart trainiert. 12 Level sind es, glaube ich, gewesen. Seit gestern Morgen. Und jetzt haben wir einen neuen Tag und haben gleich Level 30 erreicht für die Kiste in Birka. Gehen gleich hin. Und jo. Eben, ich mache mir natürlich sehr viel Mühe, viel zu spielen, dass ich jetzt auch wieder Reichsschlachten zeigen kann. Mit dem Jäger geht es natürlich viel besser und schneller. Mit Level 35 oder so kann ich dann schon ein bisschen euch die Reichsschlachten zeigen. Mitkämpfen muss ich dann schauen, je nachdem, wie ich mich dann, ja, wie lange ich mich tarnen kann. Jetzt ist es momentan nur 45 Sekunden. Wird halt ein bisschen schwer, ja, mich rauszuhalten noch. Und das werden wir schon schaffen. Und ja, es gibt halt jetzt noch ein paar Probleme, wie zum Beispiel, dass ich eben immer auf dem Desktop starten muss, im Open Broadcaster Software Studio. Da ist der Knopf Ingame nicht bestätigt. Ich weiß nicht, was die Leute da mit den Engines machen, dass es nicht geht, oder im OBS halt einfach irgendwie etwas gepatcht hat, das nicht, ja, so viel brachte. Ja, wir müssten eigentlich nach Rodoswald, um das Level abzubekommen, oder? Komm, wir kloppen ein paar Gegner. Ja, komm, nein, wir gehen nach Rodoswald. Zuerst. Dann haben wir das am Ende vom Part hoffentlich, da, die Kiste. Jo, weil ich habe eigentlich nicht mehr so die Stärke, die Gegner machen, hat echt viel Damage langsam. Und der Jäger hat einfach nicht so eine gute Verteidigung. Ja, schon, aber. Ja, ich will nicht den ganzen Set buffen mit diesem Schutz-Ding. Muss mich wahrscheinlich wieder ein bisschen umtrainieren und skillen. Jo, und ja, ich habe mit Adrian gesprochen. Adrian ist der deutsche NGD-Supporter, also Weitergeber und so. Und auch ein bisschen Entwickler. Hat sogar am Editor herumgebastelt und einen Turm. Diesen Turm hier auf der Eisenseite, Aggersborg-Turm Südost, hat er von dem Berg, also von diesem Hügel hier, ein bisschen befreit. Der Hügel war ein bisschen weiter rein. Und so Sachen macht er auch, aber er hat mich ein wenig ignoriert, eventuell, ja. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Wahrscheinlich kennt er mich noch von früher. Weil ich war ja auch ein bisschen Supporter von Regnum. Ich habe auch schon ein bisschen mit dem Editor herumgebastelt mal. Das war schon lange her. Aber irgendwie, ja, ignoriert er mich gekonnt. Weil im Forum kann man nicht mehr sich einloggen. Läuft jetzt alles über Discord und da muss ich euch halt den Link geben, wenn ihr mal irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr schauen wollt, was ich so schreibe oder so. Aber irgendwie ignorieren sie es gekonnt. Es ist klar. Sie wollen jetzt nicht allzu sehr auf die Entwicklung schauen und so, aber mich ignorieren, wenn ich Verbesserungsvorschläge biete. Einfach nur ignorieren geht nicht. Ich finde, die Entwickler sind halt so asozial, dass man ihnen eigentlich gleich Regnum wegnehmen sollte. Aber gut, ja, es passiert halt zu wenig. Also es wird wahrscheinlich kaum etwas gepatcht. Es werden nur diese Insel dazukommen, dass sie ab Level 60 verfügbar ist. Jetzt ist sie momentan nur bis Level 30 verfügbar. Und dann wird noch der Boss überarbeitet auf der Hauptinsel. Also auf der mittleren Insel hier. Da ist ein Portal. Da sind immer noch die alten Bäume, weil hier sind keine Bäume mehr. Die wurden weggenommen, wegen Platzgründen. Also wir schauen kurz nach Magneten hier. Dann kann ich noch ein bisschen fertig erzählen. Ja, mir geht es momentan nicht so gut. Ich hatte wieder Unterzucker, also zu tiefer Zucker im Blut. Und deshalb bin ich ein bisschen müde und wahrscheinlich auch ein bisschen angestrengt oder so. Die Stimme ist gerade ein bisschen kratzig. Aber ja, ich mache natürlich auch sehr viel Sport und ich muss halt einfach die Erlaubnis haben, weniger zu spritzen. Aber dann geht es mir eigentlich wieder besser. Der Unterzucker wird eigentlich jetzt wieder weniger sein. Das habe ich ihn zweimal in einer Woche gehabt. Nicht schlimm, aber trotzdem nimmt es mir natürlich schon ein bisschen mit.
Das ist, als würde dir irgendwie so 2, 3 Stunden voll Sport machen, geben. Und ah, das ist so eine Quest. Bitte nicht die schlimme Quest mit den Dörfern besuchen. Aber sie ist es leider. Naja, ist nicht schlimm. Okay. Kamera. Also habe ich die Frau oder was der Mann war rechts angeklickt, obwohl ich gar nicht geklickt habe. So automatische Sachen. Wenn ihr zum Beispiel kraftet und ein Ding ist abgeschlossen, fliegt die aus dem Chat. Solche Sachen müssen überarbeitet werden. Das sind einfach kleine Sachen, die Regnum halt ein bisschen nervig machen. Auch, dass man zum Beispiel die ganze Zeit dauergestunt wird oder so von den Jägern und von den Hexenmeistern, finde ich auch doof. Also die Stunts, die müssen halt einfach überarbeitet werden von der Dauer und so weiter. Es ist nicht normal, dass man eigentlich nie zum Zug kommt als Low-Leveliger, weil man die ganze Zeit Stunts erleiden muss, gar nicht ausweichen kann. Jetzt mit dem Jäger schauen wir, dass es geht, so gut wie möglich auszuweichen. Aber das wird, glaube ich, auf Zauber gar nicht funktionieren. Oder doch? Wirkt Ausweichen auf Zauber in diesem Game? Weil in anderen Games wirkt es nicht. Das ist eine Sache, die muss ich mal die Guilde fragen. Die haben mir schon viele Fragen beantwortet, weil ich natürlich ja jetzt da auch wieder Pause gemacht habe und ein paar Sachen vergessen habe. Und das ist natürlich optimal. Ach man, ich sollte weniger Magneten suchen. Aber ich finde immer wieder Gesteine, das motiviert so. Gestern hat einer mir Pfeile verkaufen wollen und ich hatte zu wenig Magneten, muss das ablehnen. Finde ich schade, weil die Pfeile sind mega OP, aber Level 60 halt. Habe ich aber gut wahrscheinlich gemacht, das ist nicht Ding. Da haben wir nämlich noch eine Quest, die ich noch nicht gemacht habe. Okay. Wo ist jetzt die? Ah, hier. Habe ich gar nicht gesehen, das Fragezeichen. Ja, und jetzt nach Hauptstadt. Voll lustig. Die Quests habe ich gar nicht gemacht hier. Ja. Weil das ist ein alter Charakter von letztem Jahr. Und deshalb wusste ich gar nicht, dass die Quest hier noch nicht gemacht habe. Weil ich natürlich ein Jahr nicht gespielt habe. Also anderthalb Jahre sogar. 1,5 Jahre. Und ich finde immer wieder lustige Spiele. Irgendwie die Argentinier haben schon recht Humor. Zwei sind auch zu Fuß Magneten suchen gegangen. Oder Crafting-Material einsammeln, je nachdem. Und einer, der hat die ganze Zeit Buffs eingesetzt. Ich weiß nicht, wieso er Buffs einsetzt, wenn er nicht kämpft. Aber das war so lustig, die ganze Zeit diese Geräusche zu hören. Zum Beispiel von diesem Angriff hier, dieser bestialische Zorn, so ein die ganze Zeit dieser zu hören. Das ist einfach ein Spammer gewesen. Einer, der gerne ein bisschen spammt. Ja. Und ich war so schön am Craften, habe dann die ganze Zeit die Hintergrundgeräusche gehört. Oh je. Yeah. Ne, es ist nicht störend, das ist schon ein bisschen störend, ja, es ist schon laut in meinem Headset. Wäre ich jetzt im Video zum Glück nicht so laut. Ihr habt's schön, ihr habt den Luxus, ich hab ihn nicht. Weil die Soundeinstellungen sind schon ganz unten. Ja, ein bisschen Sound zu entstellen kann ich noch runterstellen, aber lieber so lassen, also das ist noch angenehm. Oh, schöne rote Haare. Ich habe auch gefragt, ob ich die Hexenmeister in rote Haare mache, aber das ist dann eher Ignis. Habe ich nicht so gerne. Blaue Haare ist natürlich viel schöner für Alcius. Für Alcius! Gehen wir außen rum, hä? Wir müssen nach Hauptstadt. Hoffen auf eine Hope. Ja. Also. Eigentlich alles tipptopp. Ich komme vorwärts. Eben diese 12 Level haben gut getan. Ja, mir war sowieso langweilig und hatte keine Beschäftigung, deshalb habe ich einfach Regnum gesuchtet. Ich mache das gerne für die Videos und eben am Samstag, nein, Freitag ist es, also einfach am 6.
gibt es das Einjahresevent als Livestream. Ich werde hoffentlich das Headset auch noch ein bisschen besser hinkriegen, dass es nicht rausfällt in dem Livestream. Das tut mir leid, dass ich im Livestream hatte einfach manchmal keinen Ton gehabt habe, keine Stimme gehabt habe. Aber das Headset ist sowas von kaputt und ja, seit ich mich jetzt wieder ganz gut angeklebt habe, also richtig dicht und mehrmals, geht es eigentlich wieder. Ja, gestern Abend ging es halt nicht ganz so gut, weil das Headset wieder dachte, es müsste ohne, dass das Kabel rausgezogen wird, leise werden und also lautlos werden. Aber ja, gut. Wir schauen kurz eine Runde hier noch. Hab gerade einen Schattenfehler. Ja. Ja, Regnum, bessere Engine, bitte. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein, so eine krüppelhafte Engine besser zu machen. Aber gut, ist ein Krüppel. Man sieht es an den Grafikladen, Ladezeiten. Die laden sehr, sehr lange. Ich könnte wieder die Grafik natürlich hochschreiben, aber das mache ich eventuell nicht mehr. Ja, wollt ihr, dass ich es mache, weil es ist eigentlich schon legal. Es ist nur eine INI-Datei und eine INI-Datei darfst du verändern. Also wenn ihr wollt, kann ich schon nochmal die Größe, bessere Grafik einstellen. Aber dann heißt es auch längere Ladezeiten und das ist natürlich auch nicht so gut. Ja, mal schauen, hä? Wäre sowieso wieder gut, wenn ihr ein paar Kommentare schreiben könntet, weil ich habe nichts zu tun bei den Kommentaren. Also ich habe schon zu tun, es schreibt so alle Woche mal einer oder so. Aber ja, ich bin halt noch nicht so bekannt und deshalb, ja. Viele haben halt jetzt wegen der ein Jahr Pause wieder Inaktivität gezeigt, oder? Dass sie mich eigentlich jetzt nicht mehr schauen. Und es wäre gut, wenn die Neuen einfach auch mal wieder ein bisschen kommen. Müsst nicht viel machen, es ist keine Pflicht und ja, ich fordere euch wirklich nicht. Es ist einfach, damit ich auch wieder ein bisschen mehr wachsen kann. Die letzten Aufrufe waren gut, aber eben auch nur kurz. Also, wenn ihr Zeit habt, bitte ein bisschen mehr Zeit investieren für mich, für meine Videos. Und ja, dürft eigentlich auch immer bei Twitter folgen, da werdet ihr mitgeteilt, wenn ein neues Video online kommt. Bei YouTube natürlich auch, wenn ihr abonniert habt. Und bei Discord, ja, kommen einfach die Livestreams und so. Ah, ich denke auch die Videos. Ich habe jetzt gerade ja, schon längere Zeit nicht mehr nachgeschaut. Ja, ja. Und eventuell mache ich selber bald einen Server bei Discord, wo ich dann immer pflege. Der Bruder HD, der hat halt nicht so viel Zeit oder Lust, da viel zu machen. Ich habe ihm schon lange ein paar Anfragen geschickt, aber er hat sie noch nicht geändert. Die Verbesserungsvorschläge. Die Hälfte geschafft. Sehr schön. Also, dann haben wir es auch geschafft. Das haben wir verzeiht. 13 Minuten, ja. Noch 13 Minuten haben wir es geschafft. Hätte gedacht, es geht ein bisschen schneller. Aber gut. Jetzt müssen wir aber die Quest. Oh, wir müssen die Quest noch beenden. Eine Quest müssen wir noch beenden. Wie kommt man am schnellsten nach Guckstadt? Wir müssen halt alles laufen. Schade, wir haben jetzt 5 Jahre, wir machen jetzt mal Hello weg. So, weil wir müssen jetzt die Quest in BK nehmen. Bei Hello und Trock, da brauche ich Hilfe. Und die Hilfe habe ich jetzt gestern nicht mehr bekommen, so spät. Ich habe ihn bis um 12:30 Uhr gelevelt. Und ja, deshalb bin ich heute Morgen auch ein bisschen müde. Ja, ist leider so. Hey, kann man nichts machen. Wenn man wenig Schlaf hat, auch wegen dem Unterzucker, dann ist man einfach müde am Morgen. Aber ich wirke doch nicht müde, oder? Ich hoffe es jedenfalls, dass ich nicht so gelangweilt oder müde vorkomme. Ich bin eigentlich nicht gelangweilt, nur ein bisschen faul, so richtig motiviert zu reden. Ja, die Müdigkeit ist dort im Weg. Ja, heute werde ich eventuell etwas mit Minecraft noch bringen. Ah ja, Last Epoch unbedingt.
Das macht gut Aufrufe. Dankeschön dafür, für die Interesse an Last Epoch. Und ja, Regnum bringt auch viele Aufrufe. Ich hätte nie gedacht, dass nach so vielen Parts jetzt wieder, also nach, wie viele Parts habe ich jetzt gemacht? 6, 7 Parts. In dem Let's Play dann eben noch ein paar, 5 oder 6, ja, ohne, also ohne nochmals dazu zu zählen, also 7 Parts, sage ich jetzt mal. Und die kamen eigentlich alle über so 50 Aufrufe. Ist nett, dankeschön. Für den Anfang, oder? Ich bin halt noch nicht groß. Die Leute müssen zuerst aufmerksam werden auf mich. Aber ihr seid sicher aufmerksam und wollt meine Videos schauen, hoffentlich. Sonst schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich sie noch besser. Einfach immer wie besser meine Videos. Ja, aber eben die Hardware muss halt auch kommen. Aber ich denke, ja, eben die meisten freut es, dass ich so hochqualitative Videos bringe, auch bei Regnum. Und ja, deshalb auch ein Dankeschön für die passiveren Leute. Und für die aktiven Leute. Jetzt habe ich hier, doch, ich habe ja wieder gesammelt Knochen. Stimmt. Sehr gut. Aber wo ist jetzt die Quest? Wir sind Level 30. Ah, die ist vorne, okay. Da bin ich einfach nebenbei durchgelaufen, weil ich dachte, das wäre eine Quest, die ich schon länger hätte zur Verfügung. So, gib mir Inventar. Ich muss noch mit dem reden. Lol. Ja, die Quest kommt mir einfach nicht bekannt vor, ich kann sie nie merken, was ich machen muss. Dabei muss ich nur öffnen. Oh, noch ein Pfeil dazu. Aha, ihr seid überlastet. Dankeschön. Nur wegen dem Bogen und so. Ja, wegen dem Crafting-Material. Ich muss mal wieder rein tun. Ah, ich habe Hickory-Holzstamm 68 bekommen. Und Eisenerz 66. Okay, ich habe auch ein bisschen gefarmt, aber gut. Was hätten wir? Ja, unbedingt den mittleren. Also, den Kurzbogen. Aber ich muss jetzt umskillen. Ja. Hä, wieso Aussprechgeschwindigkeit? Ne? Ja, wegen Buffs wahrscheinlich. Angriffsgeschwindigkeit. Hier ist Angriffsgeschwindigkeit. Chance auf kritische Treffer. Gut. Dann werde ich... Hä, den muss ich nicht behalten. Solche... Sachen sind nicht gut zum Behalten. Ja, ja. Werde ich auch weglegen. Weil Langbögen sind halt einfach momentan noch nicht so gut. Die werden erst mit Level 40 oder 50 stärker als die Kurzbögen sein. Deshalb, naja, ich werde. Kraktelager habe ich noch Platz. Ich werde den hier reinlegen, zur Sicherheit, falls ich doch noch mich ändern möchte. Und kann ich hier noch etwas reinlegen? Genau. Die Sachen, die ich sowieso nicht crafte, werde ich hier einfach mal... Nehme ich mal 15... Nee. Ja, gut. Wenn ich dann etwas craften muss mit Hickory, dann jetzt mal. Ich werde nämlich einen Bogen oder so. Für einen Bogen die Hickory Holzstämme benutzen müssen. Handeln wollte ich. Was haben wir denn hier? Der da. Der Bogen. Der da. Der da, der Dare-Stab für wegen des Säbel. Der da. Nee, ich nehme den Kampflongbogen. Oder doch? Na komm, eventuell habe ich da noch die Knochen. Naja, wir haben genug Geld. Auf Einkaufsbummer!
Können wir gleich nochmal in die Achievements schauen, wie viel wir jetzt haben. Alle werden wir natürlich nicht bekommen können. Weil das waren Events und die kommen nicht mehr. Auszeichnung. 16 von 87. Ja, man kann leider nicht hochscrollen hier, letzte Auszeichnung. Mit den Auszeichnungspunkten kann man was machen. Philanthrop. Okay, da will jemand bauen. Das wir bauen. Ja, das wird unmöglich sein. Besucht 20 Mal den goldenen Drachen. Also 20 Mal müsste unser Reich den Wunsch frei haben. Alle Edelsteine geholt haben. Ja. Wir haben aber ja, den roten wieder verloren. Seit gestern Morgen. Den roten wieder verloren an Syrtis. Und die haben wahrscheinlich unsere zwei auch geklaut und so ist es wieder zurückgesetzt worden. Die Syrten sind halt zu aktiv. So. Dann gehen wir weiter nach Gokstadt. Ja. So. Was müssen wir mit dieser Quest noch machen? Nachher noch Gokstadt. Ja. Dreimal Gokstadt bitte und einmal ja den Trog bitte töten. Aber ist natürlich klar, dass ich leider momentan niemanden habe mit für Trog. Und ja, ich muss ja den Hallo nochmals. Die Quest annehmen nochmals. Okay, geht noch einige Zeit. So, scheinen wir nochmal kurz. 21 Minuten, ja. Das ist relativ gut für mit der Dauer. Ich habe ja jetzt eigentlich nichts zu zeigen, außer nach Gokstadt zu treiben. Und ja, dann ja, wünsche ich euch viel Spaß. Eventuell heute Abend ein Livestream von Last Epoch eventuell oder von Minecraft. Und am Freitag nicht vergessen, das Einjahres-Event am Abend zu 20 Uhr, denke ich mal, dann zu 30 ungefähr so. Dann viel Spaß noch mit anderen Dingen, ein schönes Leben. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr Lust habt oder auch nicht. Aber ich hoffe es ja, damit ich ein bisschen wachsen kann. Unterstützung wäre nicht schlecht. Dann tschüss.